Hallo und willkommen zu einem neuen Update-Video. Heute gibt's mal wieder etliche News im Schnelldurchlauf. Blizzard hat über die letzte Nacht einige Änderungen und Neuigkeiten rausgehauen. Nachdem sie ursprünglich keine Option für eine kostenpflichtige Rassen- und Fraktionsänderung einfügen wollten, haben sie diesbezüglich ihre Meinung geändert. Es wird demnach die Möglichkeit geben, seine Rasse und/oder Fraktion gegen Echtgeld zu ändern. Besagte Optionen werden allerdings nicht zum Start von WoTLK verfügbar sein, sondern erst mit einem späteren Patch hinzugefügt. Sie begründen das Ganze damit, dass sie eigentlich nicht wollten, dass man eine spezielle Rasse für Rassenfähigkeit XY spielt, nur weil diese auf dem Papier einen minimalen Vorteil bringt. Wurden dann aber von dem Argument überzeugt, dass es wichtiger ist, uneingeschränkt mit seinen Freunden spielen zu können. Ich vermute, dass man diesen Dienst nur sehr eingeschränkt, höchstens alle 3 bis 6 Monate einmalig benutzen kann. Es wurde außerdem nochmal bestätigt, dass die kostenpflichtige Option zur Namensänderung ab dem Launch verfügbar sein wird. Es wurde der Raid-Lockout geändert, sodass ihr jeden Schlachtzug nur noch einmal pro Woche im 10er und einmal im 25er spielen könnt. Das Ganze betrifft allerdings nur den T9 Raid namens Prüfung des Kreuzfahrers. Damals war es so, dass man besagten Raid 4-mal pro Charakter spielen konnte. 10er, 10er Heroic, 25er und 25er Heroic. Das wurde nun geändert, sodass ihr nur noch 2-mal pro Woche den Raid betreten könnt. Sie betonen allerdings, dass sie sehr wahrscheinlich das alte System aus der Eiskronzitadelle beibehalten wollen, sodass man pro Boss individuell entscheiden kann, ob man diesen auf Heroisch spielen möchte oder nicht. Bestätigen können sie das jetzt aber noch nicht. Sie wollen sich für diese Entscheidung noch etwas Zeit lassen. Auf alle anderen Raids hat diese Änderung keinen Einfluss, da man davor auch keine Möglichkeit hatte, öfter den Schlachtzug zu betreten und der heroische Modus erst mit der Prüfung des Kreuzfahrers eingeführt wurde. In Uldur wird es demnach die altbekannten Hardmodes geben. Blizzard hat außerdem klargestellt, dass zum Beispiel Schmuckstücke, die eine normale und heroische Version besitzen, wie des Todes Urteil, einzigartigen Wert haben und deshalb nur einmal anlegbar sind und es nicht möglich sein wird, diese einmal in der normalen Variante und einmal in der heroischen zu bekommen. Schaut allgemein sehr gerne mal in unser Die Raids aus WoTLK Video rein. Dort gehen wir alle Schlachtzüge und Bosse durch, welche euch mit Wrath of the Lich King erwarten. Eine schon ein paar Tage alte News, aber trotzdem genauso wichtige, ist die, dass ihr für den Abschluss mancher Quests und Questreihen Embleme des Heldentums bekommt. Diese gab es sonst nur in den heroischen Dungeons, speziellen Dungeon- und Raid-Quests und allgemeinen Schlachtzügen. Dadurch habt ihr eine weitere Möglichkeit, an besagte Embleme zu kommen und ebenfalls einen weiteren Grund, die jeweiligen Questreihen der Gebiete durchzuspielen. Für die Embleme des Heldentums könnt ihr euch solide epische PvE- und PvP-Ausrüstung für den Start kaufen. Außerdem gibt es für den Abschluss mancher Quests ein Nordend-Abenteuerpaket, aus welchem ihr diverse verbrauchbare Gegenstände wie Tränke, Schriftrollen oder Wasser und Brot bekommen könnt. Das Ganze dient ebenfalls als weiterer Anreiz, um die Quests aus Nordend abzuschließen. Kommen wir noch zu ein paar kleineren Dingen. Es gab nochmal die Bestätigung, dass der Dungeon Finder definitiv nicht ins Spiel kommen wird und sie am LFG-Tool festhalten wollen und werden. Sie sind außerdem sicher, dass ihre jüngsten Anti-Boosting-Änderungen die Dungeons der unteren Level etwas beleben werden. Es wird auch in Wrath of the Lich King im 2 gegen 2 Arena Erfolge und Titel geben. Im damaligen WoTLK war das nur nicht möglich. Die Entwickler hatten sich außerdem überlegt, Reittiere und Erfolge accountweit zu machen, um Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Erfolge und Errungenschaften auf neue Charaktere mitzunehmen. Da sie jetzt jedoch den Rassen- und Fraktionswechsel anbieten wollen, gibt es keinen Grund mehr, den Fortschritt accountweit zu gewähren. Der Termin für den Pre-Patch soll zudem schon sehr bald bekannt gegeben werden. Mit diesem erscheinen bekannterweise auch die neuen WoTLK Fresh Server. Hierfür werden ebenfalls bald die Namen bekannt gegeben. Es gibt keine Geschlechter mehr ab dem Pre-Patch von WoTLK. Diese wurden auf dem PTR in Körpertypen umgenannt. Zum Schluss und ebenfalls schon etwas älter die News, 1000 Winter wird es nicht mehr als Open World PvP Schlacht geben. Das Thema ist ein riesiger Blog-Eintrag, wir brechen es aber einfach mal auf wenige Sätze herunter. Die Hauptgründe dafür sind die unausgeglichenen Server sowie vor allem das Layering. Dafür kommt es in Form eines instanzierten Schlachtfeldes zurück. Alle 3 Stunden erhalten Spieler im Außenbereich von 1000 Winter oder in Dalaran eine Benachrichtigung, dass die Schlacht gleich beginnt. Nun starten diverse Schlachtfelder, welche Spieler von unterschiedlichen Servern beinhalten. Die spielerisch unterlegene Fraktion erhält nach wie vor den Buff namens Hartnäckigkeit, welche deren Schaden und Leben deutlich verstärkt. Wenn ein Spieler von eurem Server und eurer Fraktion in einem der Schlachtfelder gewinnt, bekommt eure komplette Fraktion den Buff namens Essenz von 1000 Winter und kann somit Achavons Kammer betreten und jegliche anderen Vorteile genießen. Demnach können und werden beide Fraktionen gleichzeitig 1000 Winter einnehmen können. Wie das dann genau aussehen wird, ist nur nicht bekannt. Ihr findet alle Blue Posts in der Beschreibung. Schreibt uns unbedingt mal eure Meinung zu den besprochenen Themen in die Kommentare und lasst uns sehr gern, wenn euch das kleine Update gefallen hat, einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem geht ein riesiges Dank an alle YouTube-Mitglieder. In diesem Sinne, viel Spaß in WoTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.